Was macht einen Sammler heute aus? Ich spreche jetzt mit Professor Dirk Boll, Chef des Auktionshauses Christie's für Europa, UK, Mittlerer Osten und Afrika. Professor Boll, sammeln Sie selbst? Ich würde nie sagen, dass ich Sammler bin, aber ich habe meinen Lebtag verfügbares Geld für Kunst ausgegeben und das war als Einstiegsdroge naturgemäß auf der günstigeren Seite der Bandbreite, also Papierarbeiten, Zeichnungen, später Fotografien. Mittlerweile gibt es auch ein paar Ölgemälde, ein paar Skulpturen, hauptsächlich tatsächlich sehr junger Kunst, sehr zeitgenössischer Kunst. Welche Empfehlungen geben Sie jemand, der neu in den Kunstmarkt einsteigen möchte? Ja, ich würde natürlich sagen, zuerst sollte man mal herausfinden, was einem gefällt, weil die Kunstwelt ist eine reiche und man möchte natürlich nicht eines Morgens aufwachen und feststellen, man hat etwas Falsches gekauft, was man eigentlich nicht mag, was nicht passt und so weiter. Das bedeutet, Sie gehen in die Staatsgalerie, Sie gehen ins Kunstmuseum und Sie schauen sich dort an, was sich Ihnen anbietet und irgendwann werden Sie feststellen, es gibt ein bestimmtes Muster in den Objekten, die zu Ihnen sprechen, die Ihnen gefallen. Und das ist häufig ein guter Einstieg. Die erste Anschaffung würde ich dann empfehlen, ist noch nicht das Kunstwerk, sondern vielleicht ein bisschen Literatur über die Kunstschaffenden oder die Bewegung oder den einzelnen Künstler, die einzelne Künstlerin, die das Werk geschaffen haben, was ihnen gefällt. Und wenn man sich dann so eine Basis in seinem geschmacklichen Verständnis und auch in seinem Hintergrundwissen geschaffen hat, dann ist es der Moment, sich zu überlegen, wie sieht mein Budget aus und wo kann ich ein solches Objekt erwerben? Und das kann in einer Primärmarktgalerie sein, hier am Ort, das kann auf einer Kunstmesse sein, das kann bei historischeren Werken auch in einer Auktion sein. Wenn Kunst immer mehr digital vermittelt und gehandelt wird, wie vermitteln Sie dem Käufer, dass die Kunst echt und sauber ist? Ja, das sind nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Dass die Kunst echt ist, das ist eine Frage, der wir sehr detailliert nachgehen, weil wir ja auch eine Gewährleistung übernehmen unseren Käufern gegenüber. Sprich, wenn Sie bei uns einen Picasso kaufen, dann ist der auch von Pablo Picasso produziert. Das ist in diesem Beispielfall sehr einfach, weil es gibt ein Werkverzeichnis und Sie müssen nachschauen, ist das Werk da drin oder nicht. Und wenn es nicht da drin ist, dann gibt es noch die kleine Möglichkeit, dass es vergessen wurde oder dass es sich um einen Dachbodenfund handelt. Eher unwahrscheinlich, aber man muss dem Verdacht nachgehen. Schwieriger ist es bei älteren Sachen, bei alten Meistern, die häufig nicht signiert sind, die sehr lange Provenienzenketten haben. Da muss man bei der Zuschreibung sehr sorgfältig sein. Das ist auch etwas, was sich mit dem Fortschreiten der Kunstwissenschaft und der Materialanalyse verändern kann. Aber für die großen Oeuvre gibt es eigentlich führende Experten. Das heißt, wir arbeiten mit Externen zusammen und unsere Aufgabe ist, den Nachweis zu führen, nachdem wir erstmal so diesen Anfangsverdacht hergestellt oder widerlegt haben. Das ist die eine Seite. Dieses Wort, was Sie führen, sauber, indiziert natürlich noch etwas anderes. Wir haben auch Sorgfaltspflichten, dass wir nicht unwillentlich und unwissentlich der Geldwäsche dienen. Und wie die LBBW auch, haben wir ein Know-Your-Client-Verfahren, KYC, was nach Bankenvorbild entwickelt wurde und was wir konsequent anwenden, jeden Tag, für jeden Kunden, für jede Transaktion.